Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, wir haben heute eine richtig krasse Challenge für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, Chris, was machen wir heute? Wir müssen heute 24 Stunden auf dem Trampolin bleiben. Das heißt, wir werden auch in der Nacht, ne, auf dem Trampolin bleiben. Mit Übernachtung. Richtig, das wird richtig lustig, habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Wir haben ja einmal in dem Video, wo, was war das, irgendwie beim perfekter Tag oder so. Da haben wir es ja mal angedeutet, aber Leute, diesmal ziehen wir es wirklich durch. Wir haben richtig krasse Challenges für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir uns erstmal unsere Trampolin-Base auf, ne? Weil da haben wir schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich bin gespannt. So Leute, wir haben uns gedacht, für die perfekte Trampolin-Base brauchen wir auf jeden Fall mal einen Rahmen. Und Foxy, was haben wir uns da gedacht? Wir werden einfach unser Airtrack um das Trampolin rum machen. Das heißt, da haben wir eine richtig fette Polsterung. Und das wird richtig cool aussehen, Leute. Und ich würde sagen, ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht zu viel Luft rauslassen, weil nachher fällt das immer ein bisschen ein in der Nacht, weil es ja kälter wird. Ne, Foxy? Und ich würde sagen, jetzt werden wir erstmal Luft rauslassen. Jetzt wird hier erstmal bisschen Luft rausgelassen, Achtung. So, ich glaube, das reicht schon, ne? No! Ey Leute, diese Mauer schützt definitiv. Ey, man fühlt sich richtig sicher, wenn das so drum ist. Leute, gönnt euch das. Wir haben jetzt hier eine richtig nice Schutzmauer. Also das ist richtig cool. Und Freunde, jetzt werden wir uns erstmal alle Sachen holen, die wir brauchen. Wir werden uns Decken holen, Beamer, Knabberzeug, also alles, was wir brauchen. Und dann können wir uns das immer von dem zweiten Trampolin holen, ne? Und ich würde sagen, let's go. Hier ist mal wieder Professor Chris und ich habe jetzt auch die Zauberei erlernt. Ihr seht, es ist mein erster Auftritt. 3, 2, 1. Es hat geklappt, jawohl! Man kennt sie wieder alle. Leute, das ist jetzt unser ganzes Equipment. Und schaut mal, Foxy hat schon seinen Platz gefunden. Richtig niedlich hier im Körbchen. Also echt richtig nice. Aber ich würde sagen, wir werden noch nicht die Arme, also wir werden das noch nicht jetzt alles darauf machen. Weil, Freunde, damit die Zeit richtig schön schnell vergeht, werden wir jetzt erstmal eine kleine Trampolin-Session machen. Genau. Denn wir haben hinter dem Airtrack noch unser zweites Trampolin. Das heißt, da können wir ein bisschen rüberspringen, ein bisschen Spaß machen, damit die Zeit richtig schön schnell vergeht. Und, Freunde, dann würde ich sagen, 24 Stunden auf dem Trampolin startet ab jetzt. Wir haben uns hier einen kleinen Parcours aufgebaut, aber auch nur einen ganz kleinen. Und wir können hier immer mega nice von dem Trampolin einfach rüberspringen über das Airtrack. Genau hier und zack rüber. Und ich würde sagen, das geht jetzt los. So Leute, Juicy ist jetzt auch am Start und die mögen sich wahrscheinlich sehr doll. Und ich würde sagen, Bonnie holen wir auch noch gleich dazu. Dann haben wir alle drei, ne? Oh, das wird so cool. And fight! K.O. Das wird auf jeden Fall richtig lustig. Vor allen Dingen, da ziehen jetzt mal richtig dunkle Wolke auf. Also ich hoffe, das nicht abregnet, weil das wäre unser Untergang. Und Freunde, wir haben jetzt erstmal uns eine kleine Challenge ausgedacht. Genau. Und zwar ist das richtig lustig, wenn wir einfach darüber springen. Und Chrissy hat jetzt eine Kreide. Genau. Und wir werden ein kleines Spiel machen. Wir müssen einfach probieren, in die Kreise reinzuspringen und stehen zu bleiben. Umso weiter weg, umso mehr Punkte. Genau. Und der Gewinner darf den Film anscheinend, ne? Den wir auf dem Video gucken. Das wird lustig. Ist 10 Punkte. Und 5 Punkte. 5 Punkte, okay. 5 Punkte für den Anfang. Oh ja. Oh, was ist das für eine 20? 20 Punkte, Leute. Auf 10, genau. Schnick, schnack, schnuck. Das heißt, du fängst an. Ich fange an, Leute, und wir haben beide alle. Wir haben 3 Runden, ne? Genau. Und wenn einer nicht trifft, dann sind es 0 Punkte. Und ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Profi, Springer Vincent. Und er springt. Was wird das? Es wurde die 10! 10. Okay, 10 Punkte. Schon mal ein guter Anfang. Das war die 10, aber, oder? Ja, gut, was 10 lassen 10? Wir gelten, Leute. 10. Runde Gleichstand, Runde 2. 20! Ja, sauber! Boah, das muss Chris jetzt erstmal schlagen. Oh nein, wieder nur die 10! Ah,
Leute, ich habe gedacht, weil wir Ehrenmänner sind, ich gebe Chrissy jetzt noch 2 Runden. Das heißt, ich mache jetzt noch eine Runde, kann dann nochmal Punkte holen und Chrissy hat nochmal 2 Versuche. Das heißt, er kann ein bisschen mehr, weil ich ja ein bisschen älter bin, ne? Wir sind mal ein bisschen fair, ne Chrissy? Ja. Ja. 20 wieder, die 50 war ein bisschen schwierig. Oh, oh nein. Das sind 0. Oh Gott. 20. Oh. Knapp. Ah. Das heißt 20 Punkte hier. Insgesamt 30. 40. 10, 10, 20. Ach so, schon, ja. Das heißt, Leute, ich habe gewonnen. Ich darf den 5 entscheiden. Ich hatte den 1 nur die 10 treffen müssen. Leute, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und Freunde, jetzt fangen wir an. Das macht am meisten Spaß. Wir werden uns jetzt eine richtig fette Base bauen. Genau. Mit allen Sachen, die wir haben. Ihr seht hinter uns die Matratze. Die hat unser Papa auch nochmal vorbeigebracht. Das heißt, wir können jetzt eine gute Base bauen, Leute. Und ich würde sagen, das wird lustig, ne? Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Teppich an. Das ist ja der Boden. Ja. Logisch. Das wollte ich schon immer mal machen. Ui. Oh. Warte, wir müssen noch weiter. Genau. Ui. Jawohl. Oh. Ey, das wird cool. Jo, ist ja wie so ein richtiges Wohnzimmer. Leute, wir sind jetzt endlich fertig und seht euch das an. Das sieht aus wie ein kleines Zimmer. Mit einem Beamer, mit einem Bett, mit 2 Betten. Wir haben einfach alles drin, Leute. Vor allem der Teppich. Schaut euch mal den Teppich an. Das ist so wie ein richtiges Wohnzimmer. Und da werden wir nachher mit dem Beamer was drauf projizieren, ne? Leute, schaut euch das an. Unsere Base ist richtig nice und es ist auch schon ein bisschen dunkler geworden. Und Freunde, unsere Tante hat uns richtig leckere Eierkuchen gemacht. Also Grüße gehen raus. Und die werden wir jetzt erstmal richtig schön essen und dabei Beamer gucken. Und Freunde, ihr wisst natürlich, was für einen Film ich mir ausgerüstet habe. Wir gucken uns unsere YouTube-Videos an und nachher vielleicht auch mal einen kleinen Film mit. Auf ganz entspannt, Freunde. Und ich würde sagen, jetzt werden erstmal die leckeren Eierkuchen gegessen. Leute, ich glaube, das sind die leckersten Pfannkuchen, die ich jemals gegessen habe. Also, ich nehme auch mal ein. Props gehen auf jeden Fall raus an den Koch, Junge. Richtig lecker. Hier seht ihr so den Himmel und Freunde, wir sind jetzt hier auf unserem Trampolin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt gar nicht mehr, dass das das Trampolin ist, ne Chrissy? Ja. Und wie schmeckt's? Sehr lecker. Leute, jetzt kommt das Licht ins Spiel. Wir haben nämlich richtig schöne bunte LEDs und schaut mal, jetzt der krankeste Effekt. Yo, wie nice das aussieht. Schön in lila, perfekt. Wow, yo. Regenbogen. Junge, Leute! Das ist schön. Oh. Ist schon relativ frisch draußen, aber wenn du Bonnie hast, ne? Oh, die wärmt so schön. Okay, Leute, ich habe jetzt mein Bett fertig gemacht. Das sieht ein bisschen aus wie so ein MacGyver-Bett, aber wird schon funktionieren. Leute, es ist jetzt schon richtig spät und es ist stockduster, schaut mal. Nur noch unser Beamer leuchtet und hier die ganzen Lichter und so, aber das sieht richtig nice aus vom Weiten. Es ist jetzt 0:56 Uhr, wie Vinny gerade schon gesagt hat. Ich finde die Beleuchtung echt cool, die wir uns hier gemacht haben. Sieht auf jeden Fall mega schön auf, schön aus. Man merkt, dass du schon richtig müde bist. Ich bin total müde und fertig. Junge, Chrissy, hast du das gehört? War nur ein Ast, Leute, aber es war ein Ast und der war gruselig. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist Regen. Es hat gerade angefangen zu regnen und ich habe gerade angefangen, ein Auge zuzubekommen. Hier ist jetzt Bonnie. Die ist auch schon richtig nass, Leute. Aber ist egal, wir haben uns unter die Bettdecke versteckt und dann ging das. Jo Leute, guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden und Chrissy, das schläft doch, das schläft wie so ein Stein, Junge, verstehe ich gar nicht. Nachher so, wo der Regen da wirklich vorbei war, da konnte ich echt gut schlafen. Und jetzt würde ich sagen, werden wir erstmal Chrissy wecken. Na, Schlafmütze? Guten Morgen. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal Frühsport machen oder erst frühstücken? Was wollen wir zuerst machen? Ich würde sagen, erst Frühstück. Erst Frühstück, dann ne? Frühstück. Und dann machen wir Frühsport, Leute. Oh, nice. Er hat uns jemand Frühstück hingestellt. Oh Gott. Frühstück! Frühstück!
Nice. Leute, unsere Base ist jetzt wieder richtig schön aufgeräumt. Also wenn das mal nicht sauber ist, ne? Also so fühlt man sich zu Hause wohl. Ja. Und Freunde, jetzt machen wir erstmal eine richtig fette Runde Frühsport, weil das gehört echt dazu, ja. Morgens ein bisschen Frühsport zu machen. Erstmal natürlich ein bisschen Dehnung und dann ein paar kleine Kraftübungen, Leute. Und ich würde sagen, let's go. Oh, ist das schwierig. So Leute, jetzt werden wir alles, was wir haben, Decken, Kissen, die Matratze, alles in die Mitte legen. Und dann vom gefährlichsten Trampolin darauf springen. Das wird richtig krass, Leute. Let's go. Okay, ich gehe ein Stück weit erst auf. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, Chrissy fängt an. Wow. Oh. Ey, das ist ja mega krass, man spielt einfach gar nichts. Echt? Ja, Mann. Das heißt, ich kann alles machen? Ja. Lol. Wow. Junge, krass. Leute, das hat schon mal richtig krass geklappt, also das ist übelst ein nicer Haufen. Ja. Und Freunde, jetzt haben wir uns gedacht, Chrissy wird den Ring hier oben am Airtrack erhalten und ich muss probieren, durch den Ring durchzuspringen, eine Rolle zu machen und dort zu landen. Nur ohne Wasser. Ja, also ich muss auf jeden Fall Kopf einziehen. Oh, oh, hab ich die weggeschmissen? Ja, Junge. Bist du nicht ganz getroffen. Aber gleich nochmal. Jo! Leute, hat geklappt. Ich bin zwar nicht ganz durch, aber ich bin drinne. Oh, Junge, hier ist ein Loch. Nein! Was? Hier ist ein Loch. Leute, oh nein. Hier, seht ihr? Ich probiere jetzt einen Trick, den ich schon immer mal machen wollte. Und zwar, ihr habt ja gesehen, einmal beim Airtrack, ich werde mich dort so abstützen und dann Backflip nach vorne machen. Also ich weiß zwar nicht, wie der heißt, aber den werde ich jetzt machen und ich hoffe, dass ich rumkomme. Das war auf jeden Fall krass, aber ich habe ja hier einen richtigen Berg. Also wehtun wird es auf jeden Fall nicht. Ja! Durchgezogen! Ja. Nice! Der sieht gar nicht so krass aus, aber der ist... Ich finde ihn immer nice, also der macht Spaß, der Trick, Leute. Okay. Der sieht schon cool aus. Oh, ein Stand sogar! Leute! Ja. Erstmal ein Stand durchgezogen. Richtig nice, dass ich den jetzt schaffe. Hier! Yeah. Ein Stand! Nice, Leute, schon wieder. Gemütlich. Leute, das hat richtig Spaß gemacht und Freunde, ich würde sagen, wir werden das Ganze jetzt erstmal wieder aufräumen und danach kommen nochmal Foxy und Bonnie ins Spiel, weil wir wollen euch mal zeigen, was wir schon alles einstudiert haben und das ist echt richtig niedlich, Leute. So Leute, ihr seht, wir haben jetzt richtig schön sauber gemacht. Jetzt ist nur noch der Teppich hier und die beiden Sitzsäcke und Freunde, ich habe mir aus der Box da vorne schon ein paar Leckerlis geholt. Das heißt, wir werden jetzt mal ein paar Tricks beibringen, weil Foxy, der findet die richtig nice. Foxy, guck mal, hier. Uiuiuiui, ja gut. So Leute, wir fangen jetzt mal bei Bonnie an. Ganz easy mit dem Pfötchen. Ich probiere mal mit beiden. Bonnie, gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Fein. Und gib anderes Pfötchen. Gib Pfötchen. Fein. Supi. Oh, das kann sich schon richtig fein. Super. Bonnie, mach Platz. Erstmal Platz. Mach Platz, Schnucki. Platz. Platz. Fein. Und Tutau. Mach Tutau. Tutau. Und nicht bewegen.
fein. Subi, Subi. Feini, fein sitzt gemacht. Jetzt, so Platz. Feini. Oh, yo, richtig krass. So, Sitz und Platz hat er eben schon gemacht. Und jetzt machen wir mal ein Männchen, das ist ganz neu. Mach Männchen. Hoffi, mach Männchen. Männchen, Männchen. Feini, fein gemacht. Ui! Tanz, Tanz, Tanz! Fein, das war schon eine ganze Umdrehung. Leute, wir haben gerade eben auf die Uhr geschaut und es ist einfach schon 17 Uhr. Das heißt, wir haben es geschafft, 24 Stunden lang auf dem Trampolin zu bleiben. Also Respekt, ne? Vor allen Dingen, es war echt ein Abenteuer. Auch wenn es geregnet hat oder wenn es nicht alles so einfach war. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer und ich wollte schon immer mal machen. Vor allem das Beamer gucken abends war auch richtig cool. Ja, und vor allem so unter freiem Himmel einfach mal schlafen. Der aber schöne Stern. Mit dem Trampolin geht das und unsere Base, man, keiner, also unsere Base ist einfach die beste, Leute. Ja. Freunde, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat diese Challenge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich fand auch persönlich immer, die Hunde am Ende waren nochmal richtig süß. Ja, ich fand es auch richtig, richtig niedlich, Leute. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben, ne? In der neuen Tricks. Also Männchen klappt ja schon richtig gut. Und Freunde, dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.